Gucken wir jetzt in diesem Video einmal an, wie Vektoren addiert werden. Die formale Definition ist komponentenweise und gucken wir einmal an, was das bedeutet und warum das auch sinnvoll ist, das so zu machen. Betrachten wir dazu zuerst mal einen ersten Vektor. Dieser erste Vektor bringt uns vom Ursprung 0, 0 ein nach rechts in x-Richtung und 3 nach oben. Das ist also der Vektor 1, 3. So, wenn ich jetzt da einen Vektor dran addiere, dann möchte ich wissen, wo würde ich hinkommen, wenn ich zuerst den blauen Vektor nehme und danach den zweiten Vektor. Und angenommen, der zweite Vektor ist ein relativ einfacher Vektor, der ist einfach zum Beispiel der hier. Das ist jetzt ein Vektor, der bringt uns 2 nach rechts und 1 nach oben. Das ist also der Vektor 2, 1. So, wenn ich die beiden addiere, was kommt raus? Die Idee ist, ich möchte da hinkommen, wo ich hinkommen würde, wenn ich zuerst den blauen nehme und danach den gelben. Das heißt, ich nehme zuerst den blauen lang und danach den gelben. Das heißt, wenn ich die addiere, dann starte ich hier, laufe den blauen lang, danach laufe ich den gelben lang. Das könnte man natürlich mit weiteren Vektoren noch weitermachen, aber das ist die Idee dabei. Und die Frage ist, wo kommt man da hin? Da komme ich zu dem, also das ist das Gleiche, also wenn ich direkt zum Ziel laufen würde, wenn wir einfach nur den Zielpunkt angucken, und das ist der hier. Und komponentenweise heißt einfach, ich addiere die erste Komponente, 1 plus 2 ist 3 und 3 plus 1 ist 4. Und deswegen ist der Zielvektor 3, 4 und das ist genau das, was wir auch ablesen. Und an der Stelle sieht man auch sehr schön, dass die Addition von Vektoren auch kommutativ ist. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob ich zuerst den blauen und dann den gelben Vektor aufaddiere oder ob ich zuerst den gelben Vektor nehme und darauf den blauen Vektor aufaddiere. Man würde zum gleichen Punkt kommen. Macht keinen Unterschied. Die Addition ist kommutativ. Die Addition von Vektoren. Vektoren ist kommutativ. Kommutativ, das heißt Vektor A plus Vektor B ist das gleiche wie Vektor B plus Vektor A. Und nachdem wir addieren können, ist die nächste Frage natürlich, die man sich stellen kann, wie funktioniert die Subtraktion, allenfalls Umkehrung, und auch das funktioniert komponentenweise. Wenn wir bei dem Vektor 3, 4 starten, und wir den gelben Vektor zurücklaufen möchten, also minus 2, 1, dann kommen wir genau daraus, wo wir mit dem blauen hinkommen würden. 3 minus 2 in der x-Komponente gibt 1, 4 minus 1 in der y-Komponente gibt 3 und das ist genau, wie man es erwarten würde, der entsprechende blaue Vektor. Also auch hier Subtraktion komponentenweise. Wir laufen einfach den Vektor, den wir abziehen, zurück in die andere Richtung. Laufen, wenn wir subtrahieren, zuerst den einen Vektor lang und danach den, den wir abziehen, im Fall den gelben, einmal zurück und kommen dann entsprechend beim blauen wieder an.